Hi, hier ist der Frank von foodbloghamburg.de. Sei willkommen in einem neuen Video. Wir wollen heute Roastbeef machen und das Ganze heute wieder mit meinem Smoker. Wir sind wieder in Grömitz. Yeah! So, mein Smoker ist schon schön am Qualmen und am Machen. Das Feuer ist schon schön am Brennen. Wir können da ja mal kurz hingucken, wie das da drinnen aussieht, aber ich glaube, das ist schon ganz cool. Nee, ist es nicht. Ja gut, da müssen wir gleich noch ein bisschen nacharbeiten, aber ich werde jetzt trotzdem schon mal das Fleisch vorbereiten. So ein bisschen improvisiert heute. Ich habe auch ein neues Mikrofon am Start. Ich filme jetzt leider gerade nur mit meinem iPhone, aber was heißt leider? Ist ja auch ganz geil. Ich habe hier schön 1,3 Kilo Roastbeef liegen. Das hat bis jetzt von der einen Seite hier so ein bisschen mit Fett. Das finde ich ganz cool. Das werde ich jetzt gleich ein bisschen einschneiden hier in zwei Richtungen, damit das nicht irgendwelchen Zug bringt. Das zeige ich euch gleich, wenn ich das gemacht habe. Und dann wird das Ganze gewürzt. Und in der Zwischenzeit wird mein Holz hoffentlich schon ein bisschen heiß werden. So, ich habe hier ein schönes, großes, scharfes Messer. Damit schneide ich jetzt mir hier einfach mal so ein Curry-Muster rein. Erst in die eine Richtung. Dann gleich in die andere. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu tief schneidet. So, dann drehen wir das jetzt einmal um und dann machen wir das Ganze von hier aus nochmal. Das sieht dann natürlich nachher auch richtig gut aus. Und das Auge ist ja mit. Ich hoffe, dass das Ganze hier eigentlich ganz gut wird, weil so häufig filme ich ja nicht mit meinem iPhone meine Food-Videos, aber ich habe meine Kamera heute gar nicht mitgenommen, weil ich eigentlich gedacht habe, dass ich das auch heute gar nicht machen werde. Ich werde das Ganze jetzt von hier aus und dann von der anderen Seite einmal mit einem Gewürzmischung von einer Fertig-Würzmischung würzen. Die nennt sich Magic Dust. Die haben wir ja neulich schon mal verwendet bei den Spare Ribs. Ich finde die ganz cool und werde die einfach nochmal nehmen. Großer Versuch. Wahrscheinlich wird jetzt die Menge der Leute alle aufschreien und sagen, Frank, wie kannst du das tun? Ich finde es cool. Das Zeug schmeckt einfach ganz gut. Ich mache euch mal unten einen Link rein. Könnt ihr euch das ja angucken. Von der Firma gibt es noch ganz viele andere Sorten. Aber ich finde, dieses Magic Dust ist schon eine gute Zusammenstellung. Ja, die Sparrow war auch richtig, richtig lecker, ne? Ja, die kommen ja demnächst. Ich muss mich eigentlich jetzt gerade mal so ein bisschen um mein Feuer kümmern, damit das jetzt gleich hier so ein bisschen wieder in Gange kommt, damit wir hier auch vorankommen. Aber noch einmal kurz zu meiner Ausführung von eben. Also eigentlich bin ich noch bei meinem Low Carb dabei, aber ich werde jetzt vorab einmal dieses Video raus tun, dann werden 5, 6 Low Carb Videos kommen und dann kommt eine ganze Reihe Videos mit meinem Smoker. Das wird jetzt auch nur ein verhältnismäßig kurzes Video, weil ich eigentlich blöderweise mein komplettes Setup nicht mitgenommen habe. Aber ihr werdet sehen, es wird trotzdem geil werden. So, jetzt muss ich mich um das Feuer kümmern. Cut. So, das hat jetzt hier so 3, 4, 5 Minuten gelegen. Das ist jetzt schön angezogen hier oben drauf. Jetzt drehe ich das einmal um. Schmeiß das schon einmal weg, genau. Und dann werde ich das jetzt einmal von dieser Seite schön auch würzen. Überall schön hin. Ganz besonders daneben. Das ist gleichmäßig, ne? Ja, genau. Schön gleichmäßig. Das geht aber. Ah. So, jetzt. Genau. Hier vorne muss auch noch ein bisschen was hin. Und hier auf die Seite auch noch. Wunderbar. Das lassen wir jetzt auch noch ein bisschen anziehen. Das braucht aber nicht lange. Dann ist bestimmt auch gleich mein Feuer heiß. Und dann tun wir das mal zusammen in meinen Smoker. Ich habe ein schönes Thermometer, das werde ich jetzt hier schön reinstecken. Dann kann ich schön sehen, wie warm es da drin ist. Und das werden wir gleich montieren. Das ist so ein zweiteiliges Teil, Gesundheit. So, dann tue ich das jetzt hier schön hinein. Kabel lassen wir hier raushängen. Jetzt ist noch nicht so viel Qualm zu sehen, aber das kommt dann gleich. Noch ist es auch kalt, Feuer ist aber an, hier oben kommt gleich der Qualm.
Ja, die Temperatur steigt schon. Ich muss da gleich noch ein bisschen drauf achten, wie warm es wird. Ich montiere mir hier gleich meinen Sender von meinem Thermometer und dann kann ich mich gleich gemütlich hier auf die Terrasse packen. Ich schätze, das wird jetzt 2,5 bis 3 Stunden dauern, bis es fertig ist. Ich werde jetzt hier eine Rauchtemperatur ungefähr von 100 Grad versuchen hinzukriegen, so 100 bis 120. Und dann dauert es so 2 bis 3 Stunden. Unser Thermometer wird uns ja zeigen, wie warm es ist. Ich melde mich zwischendurch mal wieder. So, wir haben jetzt 2,5 Stunden und mein Thermometer sagt mir eine Kerntemperatur von 57 Grad. Damit wären wir eigentlich bei Medium Rare und damit wären wir ja eigentlich fertig. Ist zu viel Qualm, ne? Ich kann den Qualm aber nicht ausstellen. Kannst du was sehen? Also wir haben hier wieder so Kartoffeln gemacht, haben wir neulich schon mal gemacht, beziehungsweise habt ihr noch nicht gesehen, werdet ihr demnächst sehen. Da haben wir uns so ein bisschen Rosmarinkartoffeln gemacht. Die sind ja noch am Werden und ich nehme mal jetzt ein Stück Fleisch hier raus, lege das mal auf mein unbedeutend kleines Messer und bringe das mal rüber zum Tisch. Also mein Thermometer sagt sogar 60 Grad Kerntemperatur, das ärgert mich gerade ein bisschen, dann sind wir nicht drüber. Aber ich werde jetzt einfach mal anschneiden und dann werden wir mal gucken, wie es von innen aussieht. So, ich schneide das jetzt mal hier an und dann werden wir gleich sehen, wie das von innen aussieht. Ja, sieht geil aus. Richtig schön. Ich werde das jetzt gleich noch ein bisschen in Alufolie packen und dann muss das noch ein bisschen ziehen, ruhen, genau. Und dann werden wir es uns gleich gemütlich machen und gemütlich aufessen. So, das war unser kurzes kleines Video mit unserem Roast Beef, was wir hier in unserem Smoker gemacht haben. Eigentlich gar nicht geplant, auch gar nicht mit meiner großen Kamera-Setup. Ich hoffe, dass das qualitativ gut hinkommt. Hat aber trotzdem irren Spaß gemacht. Da drin liegen noch unsere Rosmarinkartoffeln, die werden noch was. Unser griechischer Salat ist im Kühlschrank, den holen wir gleich raus. Und dann geht das Schmausen hier los. Und dann gehe ich an den Strand, ans Wasser und werde paddeln. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ich sage tschüss. Ilse. Danke. Und der Frank von footblockhamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.